Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu noch mehr Gothic 2. Wir stehen an genau derselben Stelle, wo wir in der letzten Episode auch standen. Nämlich hier an der Ork-Ramme. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich jetzt eine neue Rüstung habe. Die hat mich 12.000 Gold gekostet. Aber, naja, sie sieht ganz schön aus. Ich hätte sie mir nicht unbedingt kaufen müssen, weil die restlichen Drachen schaffe ich auch noch mit der normalen Rüstung. Aber die sieht ganz schick aus. Deswegen dachte ich mir, die nehme ich mit. Alles wunderbar. So, Biff sollte... Genau, Biff steht nach wie vor da oben, kommt mit mir mit und wir gehen jetzt die restlichen beiden Drachen uns mal angucken. Ich habe mir überlegt, ob ich diesen ganzen Außenring hier von Orks säubern sollte. Das ist theoretisch möglich. Würde aber eine relativ lange Zeit dauern. Vor allem spricht er mich alle 2 Sekunden an, weil er mehr Geld haben will. Nichtsdestotrotz... Nichtsdestotrotz... Au, 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 au. Wieso hat der mich auf einmal so oft getroffen? Schießt hier jemand mit einem... Ich dachte mir schon, der hat mich doch kein einziges Mal getroffen. Woher kommt denn der ganze Schaden? Dabei ballert so ein blöder Ork auf mich. Ich glaub's ja wohl nicht. Dabei ballert dieser blöde Ork auf mich. Jetzt weiß ich, woher der ganze Schaden gekommen ist. Das war's mit dir. Du Mistvieh. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, hä, der trifft mich doch nicht. Ich gucke so auf meine HP-Leiste, dachte mir, irgendwas stimmt da nicht. Okay, jetzt weiß ich auch, woran das lag. In die Richtung will ich aber nicht. Ich würde, eigentlich macht es keinen Unterschied. Ich kann sowohl in die als auch in die Richtung, weil alle Wege führen zu den Drachen. Also wirklich, egal wo ich hingehe, überall lande ich immer bei Drachen. So. Ein Wagfell. Theoretisch müsste ich nicht mehr alles mitnehmen. Also es gibt da noch eine Rüstung, die ist relativ teuer. 22.000 Gold, aber die Kohle habe ich auf jeden Fall zusammen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber egal, ich nehme mal mit. Es kann nicht schaden, das zu haben. Es ist halt so Gothic. Du sammelst alles ein, obwohl du es nicht mehr brauchst. So. Schon wieder ein von diesen Biestern. Das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, da kommen aber noch ein paar Biff. Ich muss nur mal schauen, dass ich Biff beschützen kann. Es ist jetzt nicht so wichtig, dass ich jetzt so wenig wie möglich HP verliere. Aber was schon wichtig ist, ist, dass halt Biff nicht so häufig getroffen wird. Weil ich will halt nicht, dass Biff was passiert. Wie ich sie alle platt mache. Ja, Biff, da wirst du nicht ganz hochkommen. Der schafft den, oder? Bitte, bitte, werd nicht so oft getroffen. Ach, Biff. Ach, wunderbar, dem geht's noch ganz gut. Ja, ich sollte nicht einfach so rein. Waage sind jetzt zwar nicht so stark, aber nichtsdestotrotz... Oh! Ja, so könnte ich mich einzeln um die Orks kümmern. Die Klaue. Ja, solange Biff da oben die schön ablenkt... So. Geht's dir gut? Biff, geht's gut. Mein Gott, war das schon mal eine Prügelei hier. So, jetzt wird Biff gleich Gold haben wollen. Schätze ich mal. Nicht zu holen. Willst du kein Gold mehr? Eigentlich sollte er mich jetzt ansprechen und sagen, hey, ich will gefälligst die Hälfte nicht von dem Gold haben. Wenn er das nicht macht, dann macht er das nicht. Aber wenn er Gold von mir haben will, kriegt er es auf jeden Fall. Der ist seine Kohle definitiv wert. So, da sind noch einiges mehr an Orks. Und wenn ich schon mal hier bin, oder wenn wir schon mal hier sind, dann würde ich sagen, wir schlagen uns doch mal in die Richtung durch. Da muss ich sowieso hin. Genau in die Richtung ungefähr ist der Sumpfdrache. Du musst halt nur weiterhin aufpassen, dass Biff nichts passiert. Er ist stark, aber wenn so 5 Orks auf ihn einprügeln, dann muss man ihm 20 Heiltränke drücken, bis der mal wieder auf vollen HP ist. Deswegen muss ich da ein bisschen gucken. Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn ich jetzt einfach reinballer. Schau mal, wenn ich jetzt von da oben einfach reinschieße. Jetzt hoch. Ja, so war das nicht gedacht. Die können eventuell da drüber springen. Oder? Nee, können sie nicht. Komm, 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 Biff. Jawoll. Komm, Biff. Jawoll. Das war's mit dir, du Mistvieh. Biff und seine Drachenschneide. Biff und seine Drachenschneide. Mann, Mann, Mann.
Okay, wer will noch? Ork-Krieger. Der kommt nicht lebendig bis zu mir her. Oh shit, da ist ein Ork-Schamane. Komm, komm, triff! So, das war's mit dir, du Mistvieh. Du Mistvieh. So, den Wag mache ich jetzt auch noch. Ja, mit meinem Fernkämpfer habe ich hier echt... Irgendwie macht's Spaß. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, das wird Biff noch öfter sagen. Was mache ich mit euch da unten? Hat der Typ eine Armbrust auf dem Rücken? Ich glaube nicht. Von daher baller ich jetzt einfach mal auf den Ork ein. Und während der hochkommt... Okay, das wird schon passen. Die sehen mich halt über eine ziemlich hohe Distanz. So, das war's mit sehr schön, das war schon mal der Elite. So, auf wen schlägt er ein? Auf den. Jawoll! Es ist so geil. Mit Biff macht es so unglaublich viel Spaß. Weil er einfach so unglaublich stark ist. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Du Mistvieh. So. Ich glaube, ich plündere jetzt nicht jeden einzelnen Ork. Die haben mal 10 Gold und eine Waffe dabei. Oh, da ist irgendwo ein Fürst. So, das war's mit dir, du Mist. Der ist unsichtbar, das sollte jetzt aber nicht so tragisch sein. Ah, der schießt auch auf mich. Ja, jetzt werde ich neu laden müssen. Ja, die greifen alle Biff an. Jetzt werde ich neu laden. Ja, das funktioniert so nicht. So, weil... 15 Uhr... Ja, genau. Das war vor einer Minute. Es kann schon sein, dass er das überlebt, aber wie gesagt, er wird so oft getroffen, da muss ich ihm 20.000 Heiltränke drücken. Die schaffen wir nach wie vor noch. Ich kann aber gerade keinen anvisieren. Okay, dann kommt mal her. Ja, oh, das wird eng. Müssen aufpassen, ich muss den Orkelite angreifen. Ja, so, das passt schon. Mich dürft ihr ruhig schlagen, das ist alles gut. Solange ihr Biff nicht schlagt... Genau. Das war's mit dir, du Mistvieh. Der Ork liegt gleich ordentlich auf dem... Der Ork liegt gleich schön auf dem Feuer, da kann er gleich schön gegrillt werden. So, die nächste Truppe ist ein bisschen blöd. Mal überlegen, wie ich die mache. Irgendwer schießt schon auf mich, glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade einen Bolzen gehört. Ich muss es halt schaffen, dass die mich angreifen. Ich muss einmal reinballern und dann müssen die mich angreifen. Wenn die Biff angreifen, ist es immer ein bisschen blöd. Ach, egal. Ich baller einfach mal mit dem Pfeil rein. Das wird schon klappen. Oder? Das wird schon funktionieren. Oh, das sind ganz schön viele. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ja, so funktioniert das schon mal nicht. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob ich den ganzen Außenring freiräumen soll. Ich habe eigentlich nur immer Angst ein bisschen um meinen Begleiter hier. Okay, den... Ja, um den können wir uns schnell kümmern. So zum Beispiel. So, komm her. Lass nur meinen Kumpel in Ruhe. So... Ja, der Baller, der zieht jetzt die ganze Zeit auf mich durch. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt ist er zu weit weg. Lass mal versuchen, außen rum zu gehen. Ich würde lieber von der anderen Seite aus angreifen, Biff. Komm mal mit. Mal gucken, ob wir den von der anderen Seite aus angreifen können. Wahrscheinlich nicht. Nee, das sind relativ viele. Auch von der anderen Seite wird es nicht so gut funktionieren. Dann machen wir halt one by one. Wenn ich meinen Kumpel einfach reinschicke, dann wird's nicht so cool. Ich muss es halt schaffen, dass sie mir folgen. Aber ich habe da schon eine Idee. Ich habe da schon eine Idee, wie ich das mache. Gucken wir mal. Learning by doing. So, die müssen mir jetzt mal folgen. Genau. Genau, der schießt jetzt auf mich. Das ist in Ordnung. Shit, jetzt ist Biff doch losgelaufen. Okay, folgen die jetzt mir oder Biff? Ich glaube, die folgen nach wie vor noch alle mir. Oder? Ja. Ja, was gerade mal gar nicht so cool ist. Tja, die Frage ist, was Biff jetzt da drüben macht, ne? Der wird jetzt wahrscheinlich da sterben ohne mich. Ja, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Ist Biff schon tot? Ja, ich glaube, Biff ist schon tot, ja. So schnell kann das nämlich funktionieren. Nee. So klappt es nicht.
Ja, vielleicht gehe ich doch von der anderen Seite aus rein. Ich glaube, so mache ich das. Komm mal mit, Biff. Wir gehen mal über die andere Seite. Das bedeutet, weil das gefällt mir hier nicht. Das bedeutet, ich gehe jetzt mal in die Richtung und gehe mal hier rechts über den Berg drüber. Und dann gehe ich von der anderen Seite aus Richtung Felsdrachen, würde ich sagen. So gefällt mir das nicht. Ich kümmere mich mal schnell um diese blöden Feldräuber hier. Und dann gehen wir mal hier rechts den Berg hoch und gehen auf der anderen Seite Richtung Felsdrachen. Und natürlich habe ich nicht den Felsdrachen gemeint, sondern selbstverständlich den Sumpfdrachen. Denn der Felsdrache ist ja bereits nicht mehr. So, ballern wir da mal rein. Schon wieder eins von diesen Biestern. Okay, keine Ahnung, wo meine ganzen Pfeile gerade hin sind. Sehr schön, Biff. Die Orks bitte auch. Sehr schön, Biff. Au, au, au. Sehr schön, Biff. Ja, ich werde das schon noch eine Zeit überleben. Hallo, Vark. Schon wieder eins von diesen Biestern. Schon wieder eins von diesen Mistviechern. Komm, sehr schön. Ach, Biff. Wir zwei beide, ne? Wir sind schon ein tolles Team. So. Trinken, trinken, trinken. Essen, essen, essen. Auch die Viecher da oben schaffe ich. Ich denke, normalerweise speichere ich relativ häufig, aber so für zwei Orks muss es jetzt nicht unbedingt sein. Ja, da ist schon wieder eins von diesen Biestern. Oh, da kommt noch einer. Oh shit, die haben Biff gesehen. Okay, Dude, der greift mich an. Ich helfe Biff. So. Ja, du darfst mich angreifen. Ja. Ganz genau, weiter geht's, Biff. Wir haben schon noch ein bisschen Weg vor uns, also nur mal keine falsche Müdigkeit vortäuschen. Ja. Und ja. Wo ist er denn, der Boy? Komm mit, Biff. Wie er versucht, sich zu drücken, ne? Bisschen hier lang und weiter geht's. So, weil jetzt gehen wir nämlich über den anderen Weg zum Felsdrachen. Da muss ich nicht direkt durch die Ork-Horde durch. Ich muss nach wie vor nochmal zu den Orks, die mir dann den Weg versperrt haben. Aber hier geht's ein bisschen leichter. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, da sind aber noch mehr Biff. So. Das war's mit dir, du Mist. Zu Xardas Turm könnte ich auch nochmal gehen. Da stehen meines Wissens nach ein paar Suchende. So, das war's. Oder zumindest irgendwas anderes. Jetzt mache ich erstmal den Wag da vorne noch weg. Und Drachensnapper sind hier, glaube ich, auch irgendwo. So, das oder ich habe die schon. Oder ich habe die schon umgelegt, als ich das erste Mal hier war. Ich drehe mal mit Biff noch eine ganz kleine Runde. Also hier oben entlang und dann Richtung Xardas Turm. Einfach nur, um zu gucken, was sich hier so geändert hat. Und ich wurde ein paar Mal gefragt, ob man da in der Mitte in den Turm reingehen kann. Nee, kann man nicht. Das ist der alte Turm von Xardas und in den kann man nicht rein. Oh, das sind mehrere. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Es ist schon mal wichtig, dass die mich angreifen und nicht Biff, weil die beißen relativ übel zu. Wenn die Biff beißen, dann tut's weh. Das heißt, ich muss die auf jeden Fall auf mich locken. Dann hoffen, dass Biff die relativ schnell umlegt. Es sind Drachensnapper. Also die Drachenschneide sollte auch gegen Drachensnapper erhöhten Schaden machen. Zumindest theoretisch. Das war schlecht. Jetzt kommen sie alle gleichzeitig. Ja, das war nicht gut. Ich hätte die einzeln ranlocken sollen. Ja, okay, es hat noch funktioniert. Nichtsdestotrotz hätte ich die Einzelnen ranlocken sollen. Alle auf einmal ist ein bisschen blöd. So, was ich jetzt auch noch plündere, ihr seht, ich packe jetzt nicht mehr alles ein. Also ich gehe jetzt nicht an jeden Ork ran und ziehe eine Heilpflanze oder 5 Gold oder so raus. Sondern ich gehe jetzt nur noch an die Viecher ran, wo es sich lohnt. Drachensnapper Hörner, glaube ich, brauchte man noch für irgendwas. Und, aber ansonsten, ihr wisst schon. So ein bisschen Wagfell und Wolfsfell ist jetzt nicht mehr. Ist jetzt nicht mehr so die Top-Priorität. Finde ich zumindest. So, hallo Lurker. Ihr gebt noch Erfahrung, also nehme ich euch noch schnell mit. Denn Erfahrung kann ich nach wie vor noch brauchen. Muss mal überlegen, was ich damit mache. Stärke weiß ich nicht. Geschicklichkeit ist eigentlich auch gut genug.
Vielleicht brauche ich 150 Geschick, um wirklich dann auch die unmöglichen Taschendiebstähle zu machen. Aber mal schauen. Mal gucken. Ja, das ist blöd halt, wenn der mich trifft. Biff darf jetzt auch nicht so oft getroffen werden, aber... Was mache ich mir überhaupt Sorgen? Biff macht sowieso alles kaputt. Komm, Biff, komm, Biff! Jawohl, schön gemacht. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Es sieht mir mal, es dauert schon ein bisschen länger. Jetzt, bis ich zum nächsten Drachen komme, weil... Ich drehe halt noch eine kleine Runde und der Fels und der Feuerdrache waren halt in der Nähe von der Burg. Theoretisch ist alles in der Nähe von der Burg, aber... Ich denke mir, jetzt kann ich nochmal einen kurzen Abstecher machen. Ich will ja gucken, was sich hier so geändert hat. Hallo. Wo kommt denn der? Oh Gott. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Oh Gott. Komm, Biff, bekomm Biff. Ja, den macht er auch noch. Und Belia hat sich seine Seele geholt. So, hier vorne, genau, hier müsste noch ein Toter irgendwo. Der ist ja genau, der ist unsichtbar. Wieso hat er immer noch die Waffe draußen? Egal, jetzt ist er wenigstens schon bereit für den Kampf. Im Gegensatz zu mir. Okay, weiter geht's, Biff. Genau, da war ich schon drin, da ist nichts mehr. Ja, die ganzen Drachensnapper. Oh Gott, das ist schon wie... Oh Gott, das ist... Das war schlecht, das war richtig schlecht. Das war unter Umständen jetzt richtig blöd. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass Biff hier die... Nee, das überlebe ich nicht. Nee, das überlebe ich nicht, das war blöd. In dem Moment, als der Pfeil... Ich habe schon irgendwo gespeichert, oder? Das war vor... 25, das war vor 2 Minuten. Okay, das war vor 2 Minuten. Ich mach mal schnell, ich stehe wahrscheinlich vor den anderen Drachensnappern. Ich mach die mal eben weg und dann laufe ich wieder runter zu diesen 5 oder 6 Drachensnappern, was das war. Aber jetzt muss ich erstmal wieder eben zu denen runter und ich gehe mal wieder an die ganzen Viechern hier vorbei. Das dauert kurz eine Minute. So, und jetzt muss ich mal gucken, was ich mit denen mache. Das Problem ist, wenn einer langsam rauskommt, dann ist, glaube ich, Biff schon auf dem Weg zu dem hin. Kann einer von euch mal rauskommen? Der kommt jetzt raus, Biff darf den jetzt halt nicht sehen. Okay, das hat schon mal funktioniert. Jetzt ist zumindest schon mal einer draußen. Das ist halt, das wäre jetzt theoretisch sehr, sehr aufwendig, aber es würde halt funktionieren, die ganzen Drachensnapper da jetzt mal einzeln rauszuziehen, weil anders funktioniert es eh nicht. Ich muss das so irgendwie machen. Weil wenn wir da einfach reinsprinten, dann... ist es sehr, sehr schnell unser Ende. Ich meine, die Drachensnapper sind jetzt einzeln nicht so hart, aber wenn die halt in der Gruppe kommen und zwei, dreimal auf Biff oder mich einbeißen, dann war's das halt. Kommt jetzt da mal raus, danke. Bitte noch nicht, Biff, bitte mich. Nein! Ja, das war's wahrscheinlich schon wieder. Diesmal habe ich aber, glaube ich, wenigstens einen Speicherstand gemacht. Ja, das überlebt er nicht. Ja, diesmal habe ich wenigstens einen Speicherstand gemacht. Diesmal, ich lerne dazu. Ich lerne dazu. Einfach ein Speicherstand direkt vor 20 Drachensnappern ist wahrscheinlich eine gute Idee. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt am besten an denen vorbei? Habe ich irgendwelche... Ich könnte mir Blitzschlag reinballern, das ist jetzt aber auch nicht so unbedingt nützlich. Ich könnte es natürlich mit Feuerregen machen, damit treffe ich allerdings auch Biff. Eiswellen sind auch ziemlich geil, aber damit treffe ich auch Biff. Vielleicht könnte ich Biff sagen, dass er... Kann ich dem sagen, dass er irgendwo warten soll? Brauchst du Heiling? Was glaubst du? Ich denke, hier beenden wir jetzt unsere Zusammenarbeit. Nee, den kann ich nicht sagen, dass er warten soll. Sonst wäre ich schnell auf den... Hier irgendwie hochgegangen und hätte mit dem Pfeil runtergeschossen oder so. An den muss ich jetzt aber... Ach, das wird mit Biff halt nicht so einfach. Ich könnte es natürlich noch anders probieren. Eine andere Idee habe ich noch. Und zwar... Einen schnellen Hering. Dass Biff jetzt einfach da reingeht, die versucht kaputt zu machen, weil mit dem schnellen Hering kann ich den wenigstens ganz gut ausweichen. Auch nicht perfekt, aber zumindest besser. Und wenn er genug Schaden macht, könnte er jetzt einen Drachensnapper nach dem anderen theoretisch umhauen. Er muss halt genug Schaden machen, weil mein schneller Hering ist dann bald auch mal weg. Ach, so könnte es eventuell funktionieren. Einfach nur so rumkreisen. Ich hätte den Geschwindigkeitstrank saufen sollen. Glaube ich. Weil der schnelle Hering ist gleich vorbei. Und sobald er vorbei ist, bin ich tot.
Mal schauen, wie lange er noch hält. Ich glaube, der hält, wie lange hält der? Eine Minute oder zwei? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Nein, nein, kommt mit, greift mich an, Leute. Komm, Biff. Komm. So, ich musste nur kurz ein bisschen aushelfen, nicht, dass er stirbt. Wenn ich jetzt noch gestorben wäre. Ja, Biff hat ordentlich aufs Maul gekriegt, aber wie ihr seht, alles gut. So funktioniert es eben auch. Nichts zu holen. Da spricht wieder der Held aus Loa zu uns. So geht's nämlich auch. Biff hat zwar ordentlich aufs Maul gekriegt, aber auf der anderen Seite muss man sich überlegen, wie viele waren es jetzt? 6 Drachensnapper, a 400 EP. Würde mal sagen, das hat sich doch wohl gelohnt. So, nichtsdestotrotz gucke ich jetzt noch mal kurz zu Xardas. Mal kurz schauen, was sich da verändert hat. Die Klaue Belias könnte ich eventuell sogar noch mal verbessern, aber ist jetzt nicht so wichtig. Ich will nur mal kurz gucken, was hier so abgeht. Bei Xardas Turm. Ein paar Suchende müssen hier rumstehen. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, das steht schon an. Da ist er. Wie ihr seht, hauen die jetzt schon ganz schön rein mit ihren Zaubern. Das sind sogar relativ viele. Ja. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt habe ich nach den Dingern nicht abgespeichert. Jetzt habe ich nach dem Drachensnapper nicht abgespeichert. Ach, wie ich das liebe. Jo, geil, ne? Dann mache ich die Drachensnapper nochmal. Jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Und dann sehen wir uns gleich bei den Suchenden wieder. Und diesmal, denke ich mal, sollte ich mal abspeichern. Wie ihr seht, habe ich immer noch den Effekt des schnellen Heringes. Ich hab's genauso gemacht wie vorhin und es hat wieder ganz gut funktioniert. Weil mit Biff ist halt blöd, wie gesagt, da kann man keine Feuerregen machen und keine Eiswellen und Dämonen beschwören und sonst was. Das geht halt alles nicht mit Biff. Deswegen mache ich es halt auf die Art und Weise. So, und wie ihr seht, haben die Suchenden ein paar neue Zauber. Was hat der? Der hat, glaube ich, einen Blitzschlag. Ja, das ist ein Blitzschlag. Da ist er. Biff sollte das... Die geben nach wie vor noch 300. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, sonst sterbe ich. Ah, der greift die gar nicht. Der greift die gar nicht an. Wir werden dich... Das kannte ich noch gar nicht. Das... Ja, wir werden dich kriegen, kannte ich noch gar nicht. Danke für das Gold, du Held. Das kannte ich noch gar nicht. Und dass er sie ausplündert, wusste ich auch nicht. Wir werden dich kriegen, das kenne ich alles noch gar nicht. Ich dachte dir, wir werden dich kriegen. Ich fall gerade völlig aus den Latschen, das habe ich noch nie gehört. Er scheint sie von selbst an nicht anzugreifen, aber er scheint sie auszuplündern, wie ganz normale Gegner. Danke für das Gold. Davon darf ich mich nicht treffen lassen. Mann, die Viecher werden stärker. Milch, Feuerkraut, die droppen jetzt auch schon mehr Gold. Hast du nicht? Ja, hier ist dein Anteil. Ja, ich könnte es jetzt, ich hätte es, ich glaube, es ist besser, wenn man es halt umstellt auf, hier, nimm dein Gold. Wenn man es umstellt auf, ihr wisst schon, dass halt alle paar Minuten seine 50 Gold kriegt. So, theoretisch könnte ich jetzt rechts hier, den Suchenden nehme ich noch schnell mit, aber ich gehe dann wieder in die andere Richtung. Weil, wenn ich jetzt in die Richtung weitergehe, dann bin ich irgendwann an einem Dead End. Und da komme ich dann erstmal nicht wirklich weiter. Moment. Ja, hier nimm dein Gold. Weil da komme ich erstmal nicht wirklich weiter. Weil ich weiß nicht, ob Biff da einfach runterspringen kann. Das heißt, ich gehe jetzt mal in die andere Richtung und gehe mal Richtung Sumpfdrache, wo ich ja eigentlich schon seit einer halben Stunde hin wollte. Ungefähr eine halbe Stunde. Könnt ihr mal gucken, wie es den Paladinen hier geht. Ich bin ziemlich sicher, die sind alle tot. Aber ich kann mal gucken, ob die noch am Leben sind. Da unten die Paladine. Ich sehe auf jeden Fall überall Drachensnapper. Mich würde es sehr stark wundern, wenn die das überlebt hätten. Weil wie sollen sich so ein, zwei Paladine mit, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Drachensnappern anlegen? Von den Orks und von dem ganzen anderen Viehzeug ganz zu schweigen. Eigentlich wäre es mittlerweile mal an der Zeit, stärkere Pfeile zu benutzen. Weil wenn ich sie nicht jetzt benutze, wann dann? Diese ganzen Kriegspfeile zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie viel ich davon habe.
200 Kriegspfeile macht 6 Stichschaden und der normale Pfeil macht halt nur einen. Was soll's? Normaler Pfeil, never change running system. Ja, ich höre sie, sie kämpfen gerade gegen die Orks da drin. Au, au, au. Schön gemacht, Biff. So. Und so. Ja, wir können mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Paladin oder irgendjemanden da drin retten kann. Ich habe gerade schon gehört, dass die ihre Waffen gezogen haben, aber... Ich glaube, die Geräusche sind auch schon verstummt. Ich glaube nicht, dass ich da noch irgendjemanden retten kann. Ja, die sind alle tot. Da kommen doch schon die Orks her, das soll mir recht sein. Ich weiß gar nicht, ob man die retten kann. Vielleicht, wenn man im Geschwindigkeitsrang reinsprintet, vielleicht kann man sie dann retten, aber... Wie man sieht, konnte ich sie nicht retten. War ich wohl zu langsam. Dumm gelaufen. Okay, wie viel sind's? 3? Ja, das geht. Luka Chaka. Ja, es geht zwar, aber Vorsicht. Vorsicht. Ich glaube, Biff muss sich mal wieder um alles kümmern. Was ist denn hier los? Was, da haben wir welche überlebt? Lauf mal, lauf mal, lauf mal, lauf mal, lauf mal. Was machen denn die ganzen Sträflinge? Die Sträflinge haben gerade einen Ork tot geboxt. Ein Mist viel weniger. Was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Kluges. Die Sträflinge haben den Ork tot geboxt. Moment. Das habe ich ja noch nie gesehen. Nichts zu plündern. Was zum Teufel? Auf die Miliz ist kein Verlass. Wir müssen uns selbst verteidigen. Und offensichtlich habt ihr das besser drauf, als ich dachte. Wo ist denn der einzige Benannte hier, der Fred? Geht's dir gut? Die Snapper haben sich anscheinend zurückgezogen, aber das heißt nichts. Die kommen wieder. Oder es kommen Wölfe. Oder Warane oder die Orks. Und über kurz oder lang werden sie uns erwischen und unsere toten Körper verspeisen. Vermutlich, aber ihr scheint euch ja ganz gut wehren zu können. Mann, Mann, Mann. Nicht schlecht. Tja, da liegt Fayeth. Den hat's auch erwischt. Dumm gelaufen. Paladin Zweihänder. Auch Tengron ist tot. Dann haben wir hier noch Sträfling, Sträfling, Sträfling. Die sind eh nicht so wichtig. Ja, die Sträflinge sind jetzt... Das passiert halt mal. Na, wen haben wir denn da? Ist das nicht... Ach nee, das ist Ork-Schamane. Ich dachte gerade, vielleicht ist das jemand anders. Yo, Biff. Nachdem er so viel Arbeit geleistet hat, darf er ruhig ein bisschen zuschauen. Und abgesehen davon will ich nur mal bemerken, dass ich das auch ohne Biff hätte schaffen können, weil ich krieg sonst immer so viele Kommentare wie zu Odyssey, dass Dandolo für mich die ganze Arbeit erledigt hat. Auf der anderen Seite, ich hätte das schon, das... Also mein Bogen ist schon stark genug, der regelt das schon alleine. Ah, der hat gerade den Varg aus Versehen angeschossen, der Orkschütze. Ja, selbst schuld, ne? Okay, jetzt kann ich nicht mehr schießen, sonst treffe ich Biff. Sieht man mal, wie wenig Schaden so ein Varg gegen den Ork macht. Komm weg! Ich muss immer aufpassen, wenn ich gerade dabei bin, auf die einzuprügeln. Wenn Biff dann den letzten Schlag macht und ich bin weiterhin noch am Schlagen, kann es sein, dass ich irgendwann mal Biff treffe. Das ist auch nicht, was ich will. Ah, da hinten steht er. Der spezielle Ork-Schamane. Ja, da steht Urshak. Ich hoffe nur, dass Biff den nicht angreift. Ich glaube aber nicht. Da steht tatsächlich Urshak. Mein Freund. Mein Freund Urshak. Allerdings wird er nicht so... nicht. Er wird zumindest anfangs vielleicht ein bisschen froh sein, mich zu sehen, aber später nicht wirklich. Hallo Urshak. Lang, lang, lang ist's her. Krotok, ja, Bart. Warte. Ja. Ich dich wiedererkennen. Ja. Du von Mensch. Mit weicher Stimme. Hallo, Urshak. Töten bösen Dämon Krushak. Den Schläfer. Genau. Was machst du denn du hier? Du hast einen merkwürdigen Zeitpunkt ausgesucht, mir über den Weg zu laufen. Ja. Fast hätte ich dich getötet. Was nur machst fast. Du hier? Urshak schauen über Land und sehen, was aus Land und mein Volk geworden. Warum greifen die Orks die Menschen an? Urshak immer sagen zu Volk der Orks,
dass Menschen nicht böse und geben viele gute Freunde dort. Mich. Aber Schamanen nicht hören auf Urshak. Urshak immer noch in Ungnade bei meinem Volk. So ich weiß. Auch nicht genau wissen, was ist großer Plan von Krieg gegen Menschen. Er wurde verbannt damals, weil er gesagt hat, dass der Schläfer böse ist. Das haben die Schamanen nicht einsehen wollen. Warum seid ihr auf einmal so viele? Orks kommen aus Bergen. Andere aber kamen mit Schiff und machten großen Zaun. Was verbirgt sich hinter dem langen Ork-Zaun im Osten? Nichts. Orks immer errichten großen Zaun und Heimatlager für Krieg. Zaun gut für Krieg. Verbergen Stärke von Ork-Armee und dienen als Schutz. Ja. Was hast du jetzt vor? Urshak warten auf Orks Spätrupp. Zu bringen Urshak zu Hoshpak. Hoshpak. Er ist tot. Ein sehr große Schamane haben großen Einfluss auf Krieger und machen große Pläne für Orks. Warum gehst du nicht zu ihm? Urshak immer wieder versuchen zu bekommen, wieder Würde und alten Platz im Rat der Schamane. Scheint nicht zu klappen. Aber bis heute Hoshpak nicht erhören Urshak. Orks töten Urshak, wenn sehen ohne Spätruck. Urshak müssen sprechen mit Hoshpak. Vielleicht haben die heute. Vielleicht auch eher nicht. Wo finde ich diesen Hoshpak? Haben Aussichtsplatz über Burg bei großen Vulkanen. Tut mir leid, Urshak. Nur Hoshpak kann kontrollieren Ork-Krieger. Tut mir leid. Hoshpak ist tot. Das kann ich ihm noch nicht sagen. Ich tu's aber. Hoshpak ist tot. Hoshpak tot? Rushaso. Mein Herz tragen schwere Last. Urshak niemals vergessen großen Ork. Gegeben Urshak Würde von Schaman. Verzeih mir. Hoshpak war dein Mentor. Urshak muss nun tragen Bürde der Trauer. Ja. Und bringen Hoshpak letzte Ehre. Ja. Urshak müssen gehen. Freund, besser gehen über Pass. Hier zu gefährlich. Urshak traurig, wenn Freund Mensch auch sterben. Oh. Freund, besser gehen jetzt über Pass. Urshak traurig, wenn Freund Mensch sterben. Oh, Urshak, mein einzig wahrer Freund. Okay, nichtsdestotrotz, wir müssen noch auf Drachenjagd gehen. Das wollte ich ja eigentlich machen. Wenn ich Urshak sehe, vergesse ich ganz, was ich hier eigentlich wollte. Oh Mann. Die Drachen sind alle. Der nächste Drache ist allerdings noch ein paar Meter entfernt. Dahin muss ich mich jetzt erstmal durchkämpfen. Die paar Waage sollten jetzt auch kein Problem sein. Und dieser Ork hier eigentlich auch nicht. Die mach ich lieber mal aus dem Weg. So, das war's. Ja, da vorne sind noch ein paar Feuerwaren. Ich habe extra gelernt, in ihre Feuerzunge zu ziehen. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hörst du auf, ihn anzugreifen? So. Wir haben noch ein paar Meter bis zum Sumpfdrachen. Die paar Meter werde ich auch noch zurücklegen. Allerdings nicht mehr jetzt. Wir machen mal einmal ganz kurz Schluss. Wo ist es denn? Hier. Wir machen einmal kurz Schluss. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann kümmere ich mich mal um die Drachen weiterhin. Weil es ist halt noch relativ viel Viehzeug auf dem Weg. Und um das kümmere ich mich. Wenn es schon zufällig da ist, dann mache ich das auch schnell platt. Aber nichtsdestotrotz wird in der nächsten Folge, weil der Sumpfdrache ist nicht mehr weit entfernt, der wird fallen. Der Eisdrache eventuell auch. Weil das Eisgebiet ist ja auch schon freigeräumt. Also eventuell fallen beide Drachen in der nächsten Folge. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken es uns mal an in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.